Okay. Ich sag mal, hör dir, wenn wir uns treffen. Wieder kommt es sogar relativ sympathisch. Ihr werdet einfach auf dem Teller nehmen, die Namen. Die von euch ist zwischen Teller, wie zum Nachblick. Ja, oder nee, oder nur ein bisschen vor wegen Kritik und so. Kapitalismus, ja. Doch heute hab ich Nacht genommen. Ich meine, ich denk mir hier nach wie in das Tank herum. Auf gute 50 Sandaloni oder einfach lecker. Weiß was lecker, dann da ist mir das scheiße Wetter. Da wird jetzt leider nicht sehen, ich genau. Also dreht euch im Raum oder gebt mir ein Ja! Damit kann ich arbeiten, wie mit Offpack und Razzle und ein paar Scheiben. Ey, ich hoffe jetzt wie Hasley wird da bleiben. Heute gibt's nur so ein Ding, die Tatsache. Bisschen Wein rauschen, diggi diggi diggi. Bisschen eintauchen, diggi diggi diggi. Und die Leute mal die Hose vom Kontakt drücken. Bisschen Wein rauschen, diggi diggi diggi. Bisschen eintauchen, diggi diggi diggi. Und die Leute mal die Hose vom Kontakt drücken. Und das spricht mich zum Spaß ab. Doch ey, ich kenn Leute, mit denen kann man richtig gut labern. Ein Glas lang verfangen die Geschichte in sich in Labern. Props an alle an der Party für uns labern. Ich bin Fan des Infantismus, aber Vorsicht auf der Ventilismus. In gewissem Rhythmus find ich mein Leben danach an, als wäre es einfach doch das Leben Regen am Mann. Meine Poesie ist die Heimhilfe, gut gern, die verschiedene. Die Dinge reden und die so und weise, mach dir mal noch ein bisschen Regen. Doch wir brauchen keine Szene oder auch keine Verträge. Und klappen ziehen wo und wie verlaufen deine Wege. Ich will ein paar schöne Augen, deine Seele. Vertrau deinen Traum und verkaufen deine Probleme. Bisschen reinlaufen, diggi, diggi, diggi. Bisschen eintauchen, diggi, diggi, diggi. Und jetzt heute mal den Montag und sage. Bisschen reinlaufen, diggi, diggi, diggi. Bisschen eintauchen, diggi, diggi, diggi. Und jetzt heute mal den Montag und sage. Bei Lukas, dass ihr das hier möglich gemacht habt, macht mal Lärm für euch selber. Ja. Für die, die hier sind. Wir hoffen, wir haben die Feuertaufe. Wir haben gehört, dass wir der erste Rap-Act in Kreuzlingen waren. An alle, die noch mehr auf dem Hip-Hop-Konzert waren. Wir hoffen, ihr hört noch einen Hip-Hop-Song an diesem Abend. Dankeschön dafür. Ja, ich will mich einfach bedanken. Das ist Schlagzeug bei Grossman Test aus Dortmund. Die Natur, wenn ihr Bock habt, natürlich, ihr kennt den Kram, wir haben natürlich Schallplatten-CDs dabei. Wenn ihr irgendwie ein bisschen Taler überhaupt, gerne supportet uns, dann müssen wir nicht alles wieder zurückschleppen und ansonsten genießt einfach den Abend und vertrinkt in deiner Theke. Dankeschön. Nächste Checklist, worüber reden wir hier und geht so. Letztens glaube ich, dass ich einen Alien gesehen habe oder getroffen habe. Ich check's irgendwie nicht so ganz. Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich erklär's und erzähl euch mal was davon. Manchmal stelle ich mir vor, ich hänge bei mir drin und gucke 10 Trinken hinterm Fenster vor mich hin. Sehe raus, wo gerade Winter wohnt und sehe ein Außerirdischer landet hier bei mir im Wind.
Hinterhof. Ich geh mal hin und weil wir uns gleich verstehen, sag ich, ey, komm, lass uns um die Ecke in die Kneipe gehen. Und so landen wir am Tresen, bestellen uns Versacken und fangen an, über Gott und die Helden zu quatschen. Und irgendwann so nach dem 10. Bier fragt er mich schließlich, ey, wie habt ihr das denn gelegt hier? Das ist die ganze Geschichte mit dem Zusammenleben. Frag die Frage nicht, aber fange an zu reden. Naja, 8 Männer, also die, die den Penis haben, haben so viel wie eine Hälfte aller, die ein Leben haben. Und er fragt mich, wie viel wir noch mal waren. Und ich sag, naja, so 7 Männer. Worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Das ist auch schwer. Worüber reden wir hier? Ich hab das noch nicht verstanden. Was ist denn los? Worüber reden wir hier? Guckt reichlich irritiert und fragt mich, wie lange seid ihr denn schon hier? Ich sag, ey, keine Ahnung. Ich glaube, seit ein paar hunderttausend Jahren. Ich kenne da nicht so die genauen Zahlen. Und er kommt etwas mehr verdammt rein und fragt mich, ey, muss die Wut da nicht unfassbar sein? Ich sag, doch, die Wut ist verdammt gewachsen. Ich meine, ich kann jetzt auch nur über dieses Land hier quatschen. Okay, also Länder, das ist so eine Erfindung von uns. Vielleicht nicht später, ist jetzt gerade nicht der Springer. Die Wut ist da, ich glaube, verdammt, weil es verliert ist. Weil dieser Zustand nicht mehr lang zu akzeptieren ist. Die Wut ist groß, auf die Kassiererin im Supermarkt, denn die macht keine Kasse auf und sagt ja auch noch guten Tag, die Bude ist da, sogar beim großen Geschäft, auf die Kurzkasse blut, denn die Klos sind verdreckt, auf den Paketboten, den noch fehlen Idioten, teilweise kommt der Vogel nicht den Weg zu dir nach oben, und die Bahn fahren wieder nicht, wegen der 30 Schreiben, ein Zustand, der uns immer weiter in die 30 schreiben, dabei kann man noch alles erreichen, wenn man auf Seite bleibt, und dann in alle Chillig, ja, du weißt Bescheid, aber die Wut ist groß, auf die Schmarotzer und die Süchtlinge, und natürlich auf die Flüchtlinge, dann sind die erstmal wegsteckt, hier der Party. Mehr. Dann gibt es auch etwa direkt eine Ahnung mehr. Dann werden alle ihren Strauß und der Lorbeeren. Ja klar, genauso wie vorher. Worüber reden wir hier? Ey, worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Ey, worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Ey, worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Ey, worüber reden wir hier? Warte mal, und ich merke, ich war dabei, mich gerade im Rasen zu reden. Er trinkt sein Glas aus und er schwelgt den Gedanken. Und meint, ich habe am Ende jetzt nur die Hälfte verstanden. Und ich will dich auch nicht zwingen und bequatschen, doch das klingt so, als müsstet ihr da dringend mal was machen. Ich lege meinen Arm um ihn und spring den Finger, lache und sage, du linker Spinner.
geschrieben und das meiste auch schon aufgenommen. Und das hat seinen Lauf genommen. Ich schreibe die letzten Zeilen, dann ist da eine direkte Beleuchtung. Ich hoffe, du lässt sie rein. Ist das Beste sein? Ich weiß es nicht. An die Schwätzereien, was bringt mir das eigentlich? Doch was ich weiß, das hier ist mein Herz. Seit ein paar Monaten hat diese Platte mich verzehrt. Und es war krass und manchmal überfordert. Schlaflos in Dortmund, denn wie du es mit Sachen, die du liebst, steige sie zu Kauf. Doch dann werde ich alles gut, diese Scheiße ist mein Job. Da verfügt gar nichts, ich muss immer noch lachen. Ich bin hauptberuflich Rapper. Hätte ich das diesem Freddy noch vor 6 Jahren erzählt, hätte der gelacht und es zu dem Gelaber gelegt. Und ganz ehrlich, worüber soll ich mich beklagen? Blabla, hieraus ist kein großes Business zu schlagen. Ich hab mir das doch ausgesucht. Ich bin nicht Musiker geworden, um dann darüber zu meckern. Und ich seh doch meine Hand vor mir. Hey, ich lebe. Und eigentlich lebe ich gerade irgendwie mein Traum. Und jag da die Kohle, sie regnet nicht in Ausmaß. Doch verdammt, ich kann fast immer ausschlafen. Ja, das ist alles schwierig, doch das ist wunderbar. Ich lieb die Freiheit, die ich hab, diese Sekunde glas. Und meine sogenannten Arbeitskollegen sind meine Freunde und ich mag, wie sie reden. Ja, ja, diese Menschen, mit denen ich Sachen schmeiße, sind meine Ängste. Und draußen suchen sie den Platz an der Sonne. Der Frühling ist in der Stadt angekommen. Vielleicht wird das ein langer, heißer Sommer, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich ist das doch scheißegal. Das ist Freitagabend, der da gerade an mein Fenster klopft. Jens und Max sagten, was für Moment, ich wollte. Ich hab gesagt, ich schreibe ein Album fertig, doch wir sehen uns später. Ob ich spiel Drums und Coining aus mit dem Breaker. Und wie los nach Amsterdam, ich bin zum Bahnhof gerannt. Könnt Verpüsse und einen warmen Verstand. Jetzt mal hier, jetzt erzähl ich hier in der Sektfabrik. Seit fast einem Jahr wohne ich hier und wende mich. Und es ist gut, ich brauche halt manchmal den Moment für mich. Ich mag, wie meine Welt da draußen vor den Fenstern ist. Und klar, manchmal macht sie mich müde, diese Redundanz. Und klar, manchmal habe ich vor diesem Leben Angst. Von dem, was kommt und von dem, was passiert. Bin ich auch schlecht, wird dieser Weg kompliziert. Und es geht nur mit der Kraft, es geht nur mit der Liebe weiter. Ich nehme das, was ich mag und mache wieder weiter. Lebensmut ist doch die einzige Antwort. Ich bin verwirrt, aber ich weiß meinen Standort. Und auch noch gern noch so viel Neues liegt herbei. Ich mein, check mal, Leute, wie sehr bei. Es ist immer was da, das ist so wunderschön. Festhalten, aber hier und da mal umgewöhnt. Vorhaben, dranbleiben und nicht vergessen. Ich will nicht scheiße leben und nicht nur Geschichten rappen. Mucke war nie das Größte, es waren immer die Menschen. Die Mucke ist nur das, was daraus entsteht. Und ja, ja, ich bin so dankbar für all die Liebe, die nicht in meiner Hand war. All das, was einem so bleibt ins Leben. Es ist so verdammt wichtig, das auch weiterzugeben. Stell dich mal wieder bei denen, die dir wichtig sind. Und bei denen, die du vergessen hast, sind leichte Worte. Aber wie oft stehen wir da? Und dass ich das erwähnen lasse, zeigt doch eigentlich nur, dass mir eben nicht so leicht fällt. Dass immer ein Kampf ist. Sonst würde ich es gar nicht thematisieren, wenn es mir so leicht fallen würde. Nächste Woche zweimal aufnehmen, noch bei Ani und Boré. Danke an Melody und danke an René. Und die Woche drauf, dann noch zu Jan, bis es steht. Und dann geben wir es aus der Hand auf den Weg. Und dann bin ich erstmal 3 Wochen weg, weil der Flieger geht. Nach Jordanien und Israel. Raus mit dem Kopf, erstmal alleine geht es raus. Kommino nach und Telex später auf. Dann zurück und dann mal schauen, lass mich das, was mich hält, schmecken. Ich will die Kraft meines Lebens in die Welt stecken. Will noch einmal Danke sagen, dass ich diese Fäden fand. In direkte Beleuchtung, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Schlags auf der Grand Protest aus Dortmund. Grand Protest und Klavinette und Turntable. Ich bin nicht.
okay. Ich möchte Props machen. Ich weiß gerne, wer von euch es war, aber irgendjemand hat, als wir von der Bühne gerufen, was soll das? Das war nicht so. Ich weiß nicht mehr, es war super auf jeden Fall. Da kommen wir natürlich gerne wieder. Was soll das schon? Wir wissen es auch nicht so genau. Wir haben noch zwei Tracks, okay? Und danach wird noch ein bisschen Action aufgelegt hier von der ganzen Crew und so. Zwei Tracks und dann sind wir auch wirklich draußen. Der nächste Track. Ich sag jetzt, der nächste Track. Oh, du sprichst, hätte ich auch noch drauf. Was ist denn? Okay, der nächste Track, der ist, ich glaube, die erste Reihe kann ihn und ihr müsst helfen auf jeden Fall für die anderen, weil die waren noch nicht. Und zwar könnt ihr in der Hook La 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 singen. Es ist sehr einfach. Genau. Ich zähle auf euch. Ich erkläre es nicht zu sehr ins Detail. Kannst du es erklären, Lukas? Oder? Ja, das ist sehr schwierig. Ihr müsst La 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 singen. Okay, ja, dann fangen wir an. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, als wärt ihr im Urlaub. Urlaub fürs Gehirn, mit Schlags. Okay, dann machen wir Urlaub. Urlaub aus der Flasche, mit OPEC. Und Urlaub an den Drums, mit Reds, mit Hands. Ja, ihr habt es richtig gesehen, es wurde geswitcht. Es ist hier ein Kommen und Gehen an den Instrumenten. Na dann? Okay, jetzt sehen wir euch. Es wird gleich losgehen. Ihr macht das schon alleine. Und jetzt geht's wirklich los, glaube ich. Ich bin unterwegs wie Karen mit ein bisschen im Rucksack. Also Traum auf der Lobby,
Exorzisten in Stuttgart. Ob Hütte oder Haus, deine Pflaster oder Sack. Denk um richtig deinen Traum, doch ohne Platz an der Wand dran. Schau mal genau hin, betrachte dein Verstand. Deine Lebenslinie, du hast sie in der Hand. Ich wollte ja nur ärgern. Ich hab nur geärgert. Über den? Den nächsten Track, bei dem wollen wir nochmal anstoßen auf, ja, eigentlich auf euch zum Beispiel. Und ich stoße auf euch an, genau richtig so. Danke. Es bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer genau. Prost, ne? Prost, Nico. Mach mal Lärm für die Katze, die heute angereist ist aus Frauenfeld. Das Gefühl, dass man sich langsam wohl gefunden hat. Doch rennt man auf die Stunde, packt es, wenn man drücken kann. Große Teils, wenn man vom Tod nicht losbringt. Teils, bei denen steht nur Stadt und Boden. Die Suche nach dem Größermeer. So schön und schwer, das findet und erreicht man. Das reicht, hat den höchsten Wert. Das unvergleichbar beleben und sich töten lernen. Wir machen weiter, auch wenn sie uns für blöd erklären. Wünschen uns vielleicht entscheidungsstark, auf niemals. Den Umzug und das Leben auf einer Radio fahren. Von einem und nicht nur einer, bin noch ganz dumm arm. Mit dem Brumm machen ihn auffressen und lang sind gefahren. Nicht krampfhaft im Wagen, sondern zwanghaft im Sinn. Lang darin warten, doch auf Distanz nicht mal schwimmen. Nicht mit der Pinnen am Pinnen, nicht gleich verstanden im Sinn. Doch den Dinge und Schwächen, denn wir ganz den bestimmen. Also heb es nochmal raus, Kors, das war's und dann leg sie nochmal auf. Diese Liga von Freiheit und so. Und alles, was uns hier irgendwie noch bleibt, ist dank Prost. Solange man zweimal, zweimal nach Glück streht, solange das Feuer noch im Freund bleibt, wie es geht, solange ich heute mit euch weiß, dass ich es lebe, solange Verbeuger wird sich einmal zurücklegen, solange man zweimal, zweimal nach Glück streht, solange das Feuer noch im Freund bleibt, wie es geht, solange ich heute mit euch weiß, dass ich es lebe. Kann ich alles blicken, doch bedingt den Vorstaub. Erfüllung abfüllen, ist das Mädchen Urlaub. Und erwachsen sein, der Art definiert sein. Ich albern halt, aber lass dich vom Spaß nicht verwirren. Ich empfabe, du musst hart und auch mein Arschloch sein hier. Du willst mit den Handschuhen deine Ideale verlieren. Und doch eigentlich erwachsen sein, heißt das von weiß. Was man mag, ist kalt und speist, dann ich greif und dann beiß. Wenn's das ist, will ich sein gerne gleich. Doch wenn nicht, lassen wir den Mist, weiter geht's gleich. Liebe für das Sorriso und die Hawaii an Verlag. Wir sind hier nicht verrückt und Lieblingszahlen gemeint. Das macht die 80 Flaschen Wein und wir besteigen auf das Dach. Ich weiß, es muss nicht sein, doch es ist machbar. Für die Fans vom Bild ist um die Häuser schießt. Der Kürzel ist nach unten, weil er Komik hat den Euphorie. Also heb es nochmal raus, die Flasche, und dann leg sie nochmal auf. Diese Lieder von Freiheit und so. Und alles, was uns irgendwie noch bleibt, ist ein Frust. Solange Verfolger wird sich einmal zurückstehen. Solange man zweimal ist, zweimal nach Glück steht. Solange das Feuer noch im Freund bleibt, ist nicht weh. Solange die Wolke mit uns weiß, dass ich seh. Solange Verfolger wird sich einmal zurückstehen. Solange man zweimal ist, zweimal nach Glück steht. Solange das Feuer noch im Freund bleibt, ist nicht weh. Solange die Wolke mit uns weiß, dass ich seh.
Ratsgruppe, Das ist ein Mikrofonstativ mit Gaffer. That's true. Hast du schon wieder für eine Scheiße?